leave us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 mit Leicester City. Wir spielen heute den 9. Spieltag und zwar beim FC Southampton. Die sind momentan Letzter, ja, haben aus 8 Spielen bislang 0 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Wir stehen ganz gut da. Ja, nach so einem durchwachsenen Saisonstart haben wir jetzt die letzten 2 Ligaspiele, glaube ich, gewonnen. Ja, stehen jetzt mit 13 Punkten auf dem 4. Platz. Unser Ziel ist ja, im Tabellenmittelfeld zu landen. Ich habe die Messlatte dann nochmal ein bisschen höher gehängt, habe dann gesagt, komm, der internationale Platz oder das internationale Geschäft sollte vielleicht unser Ziel sein. Aber da müssen wir ein bisschen besser spielen. Da müssen wir konstant vielleicht jetzt mal eine kleine Siegesserie starten. Heute, wie gesagt, in Southampton am besten gleich damit weitermachen. Letztes Spiel haben wir ja 2-0 bei Norwich City gewonnen. Und die Auswärtsspiele bislang, wie gesagt, die liegen uns. Wir holen bislang einfach auswärts mehr Punkte als zu Hause. Frag mich warum, wir sind diese Saison bislang keine Heimmannschaft, aber da entwickeln wir uns noch hin. Mal gucken, was Jamie Vardy, Mahrez und Co. heute auf dem Platz zaubern. Ich würde mich freuen über weitere 3 Punkte, aber es wird sehr hart. Southampton will den ersten Sieg, ne? Die kämpfen immer um jeden einzelnen Punkt und um jeden einzelnen Meter werden sie heute auch kämpfen hier. Ja, das ist die Bilanz der vom schlechtesten Sturm. Ja, also heute spielt der schlechteste Sturm gegen die beste Abwehr. Ist ja eigentlich nur ein Vorteil für uns. Ja, wir haben nur 6 Tore kassiert. Southampton hat nur 5 Tore geschossen. Aber natürlich schauen wir uns erstmal das Spiel an, das Spielgeschehen und gucken mal, wie sich Southampton so schlägt. Jetzt haben wir erstmal Jamie Vardy mit der ersten Aktion. Erste größere Flanke nach hinten gelegt. Da ist Mahrez und da kommt N'Golo Kante. De Killenberg nochmal gegen den Pfosten. Ich weiß gar nicht, von wem der Schuss da unten kam. Nathan Dyer, als ihn De Killenberg da gegen den Pfosten gelenkt hat. Also der erste richtig große Chance wieder. Leider Aluminiumpech für uns. Bleibt uns in dieser Saison auch bei Leicester City nicht verwehrt. So. N'Golo Kante. Ah, kein Inler kommt da leider nicht ran. Aber der ist, wie gesagt, wichtig geworden. Ne, den habe ich jetzt mal als Stammspieler dahingesetzt. Der kann vorne das Mittelfeld mal zusammenhalten. Der kann da mal mit seiner nötigen Erfahrung für ein bisschen mehr Aggressivität auch sorgen. Jetzt kommt aber Southampton mit der ersten Flanke. Schöne Flanke. Simpson klärt vor Grazio Pelle. Heißt der so? Ich glaube, der heißt so. Deswegen gibt es jetzt die erste Ecke für Southampton. Schauen wir mal, was er daraus machen. Clazy und Schmeichel ist da. Hat den Vardy noch vom Aus? Nein, leider nicht. Sonst hätten wir einen schönen Konter starten können. So. Austin. Ja, das haben wir geahnt. Da kommt Mahrez aber leider nicht ran. Nochmal Austin. Rodriguez. Bertrand. Rodriguez. Und Simpson ist da. Ja, also Southampton versucht, das Heft in die Hand zu nehmen. Ja, aber leistet sich dann auch solche leichten und einfachen Ballverluste. Und das bringt uns die Chance zu kontern. Ina Chao auf Gökhan Inler. Ganz ruhig bleiben von Tor und einfach einnetzen. Ah, scheiße. Haben wir vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher schießen müssen. Jetzt gibt es noch nachträglich die gelbe Karte. Also die erste richtig dicke Chance für Yoshida. Für Maya Yoshida, den Japaner. Die erste richtig große Chance durch Gökhan Inler. Bisschen abgezockt da vom Tor und dann hätten wir hier geführt. Also Eckball. Mahrez. Da kommt Jamie Vardy. N'Golo Kante kommt da auch fast zum Kopfball, aber Drinkwater hat den Simpson auf die Außen auf Mahrez. Der kann es nochmal probieren im 1 gegen 1. Er holt den Freistoß raus gegen Ryan Bertrand. Jetzt kommen wir so ein bisschen besser ins Spiel rein. Das ist eine gute, eine mittelmäßige Freistoßposition. Also ich kann Freistöße eh nicht. Also für mich ist jede Position scheiße. Aber wir versuchen es einfach mal, um die Mauer zu zirkeln aus 26, aus 28 Metern. Mahrez, ja, gar nicht schlecht. Und wieder ist De Killenberg. Muss da eingreifen. Also wir sind jetzt gut in der Partie drin. Wir sind in so einer Phase, wo wir jetzt eigentlich mal einzeln in Führung gehen müssen. Durch Inler vielleicht. Ja, durch den Kopfball kommt er leider nicht dran. De Killenberg ist vorher da. Drinkwater. Da ist Simpson. Und wenn es gar nicht geht, spielen wir halt sicher hinten rum. Und über die andere Seite Robert Huth. Da haben wir Fuchs. Oh, den wollte ich eigentlich mal auf die Bank tun für Schlupp. Ich finde Schlupp einfach ein bisschen besser, stärker und schneller auf jeden Fall. Aber okay. Schauen wir mal. Cedric, Fonte. Kleisee, wieder Cedric. Aufgepasst, Austin. Kleisee, ja, Southampton versucht auch schnell nach vorne zu spielen und dann den Abschluss zu suchen hier durch Austin. Geht Gott sei Dank vorbei. Jetzt Schmeichel, na, da wollte ich kurz spielen, hat er geahnt. Spielen wir mal hoch in die Mitte, so halb hoch. Oh, da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetwei, oh, Huth verschätzt sich gegen Graziao Pelle, aber Huth ist dazwischen, ist auf der Huth, haha. Wir kriegen den Ball aber trotzdem nicht weg. Austin.
Jetzt setzt sich Southampton so ein bisschen fest um unseren eigenen Strafraum. Mané, auch ein richtig schneller und wendiger Mann. Warum hatten wir den nicht auf der Liste? Cedric, oh, das geht so einfach. Cedric, da kommt Sims nicht hinterher. Drinkwater ist jetzt aggressiv an ihm dran und hat den doch eigentlich schon. Pelle. Und jetzt können wir ihn erstmal klären. Jetzt war ja. Ja, also, auch Southampton ist da. Auch Southampton kann Fußball spielen. Jetzt Achtung, Fuchs muss sich da eigentlich durchsetzen gegen Cedric. Ja, Cedric holt sich aber den Ball. Den Einwurf, weiß jetzt nicht wohin. Weiß nicht wohin, doch, auf Davis. Davis, aber Fuchs muss da mit dran. Ja, kein... Oh, war doch ein Foul. Schade, sonst hätten wir einen schnellen Konter starten können. Jetzt Southampton mit dem Freischuss über Mané. Den bringt da hoch rein. Ja, gewinnen wir da den Kopfball? Ja, Jetway, aber das klärt ihn nicht optimal. Und da ist Clazy. Oder Clazy. Nach einer halben Stunde mit der nächsten guten Chance für Southampton. Also, wir müssen gewarnt sein. Auch wenn wir vorne gut sind, wir müssen auch irgendwann die Chancen mal reinmachen. Ansonsten ist Southampton da und nutzt das eiskalt aus. Jetzt erstmal Simpson auf Vardy, der ist nicht im Abseits. Vardy 1 gegen 1. Stark gemacht. Jetzt nur noch den richtigen Mann sehen und zwar Mahrez. Und da ist das 1-0. 34. Minute. Jetzt belohnen wir uns auch endlich für den hohen Aufwand. Finde ich super. Schöne Aktion davon Vardy, weil er schnell ist, ja, weil er wendig ist. Und der Trick, okay, der klappt zu 99,9% in FIFA. Da musst du nur warten, bis er sich ein bisschen zurückfallen lässt und nicht durchläuft. Ja, Mahrez hat das getan. Schießt mit seinem schwächeren Rechten ins lange Eck. Und somit führen wir mit 0-1 wieder auswärts. Es klappt ja gut in den Auswärtsspielen. Es muss auch zu Hause irgendwann mal funktionieren. Da muss der Knoten auch irgendwann mal platzen. So, Cedric, Mané. Jetzt müssen wir eigentlich in die Phase, wo Southampton ein bisschen verunsichert scheint, gleich mal das zweite hinterherlegen. Dann ist hier so gut wie Schicht im Schacht Yoshida. Der hat schon Gelb, da müssen wir auch versuchen, dass wir mehr über ihn spielen. Rodriguez, Bertrand. Bertrand, komm mal Rest hinterher. Nein, Bertrand, nochmal mal Rest und Vardy. Sehr stark. Aber leider der Freischuss für Southampton. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber... Okay, Schiedsrichter ist der Boss auf dem Feld. Müssen wir akzeptieren. Freischuss kommt von Rodriguez. N'Golo Kanté, der Kleinste, der klärt da. Und jetzt vielleicht der Konter. Ihena Chao, Vardy, Drinkwater, unten auf Fuchs... auf Simpson und er oben auf gar keinen Inla, Fonte, mit ein paar Schwierigkeiten, aber den hat er ganz ruhig. Stekelenburg, wo der mittlerweile gelandet ist, der hat doch auch mal bei, wo hat er denn mal gespielt? In Holland, bei Amsterdam, glaube ich, jetzt erstmal Inla, ah, schade. War der richtige Versuch, war die richtige Idee, da mit der Hacke weiterleiten zu wollen. Jetzt gibt es noch ein kleines Tête-à-Tête zwischen Inla und Yoshida, aber Yoshida sollte sich mal zurückhalten, denn der Kollege hat schon Gelb. So, Davis. Nochmal eine letzte Aktion vielleicht von Southampton kurz vor der Pause. Jetzt rennen wir uns da gegenseitig um. Rodriguez gegen N'Golo Kanté stark. Ich meine, der ist nicht so groß, aber was der an Zweikampfstärke hat, das ist echt aller Ehren wert. So, nochmal Gökhan Inla. Nochmal Vardy geschickt. Oh, bisschen zu weit. Zekanburg kommt da raus. 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Für was denn? Gab doch keine größeren Verletzungsunterbrechungen. So, Vardy. Vielleicht im richtigen Moment durchstecken auf Ehina Chao. Ja, Ihena Chao mit der Flanke auf Vardy. Ja, vielleicht auch wieder ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht hätten wir da auch schießen sollen einfach mit Ihena Chao. Der hat ja auch einen guten Schuss. Aber okay, also 1-0 führen wir bei Southampton. Nach einer, ja, unterhaltsamen ersten Partie, fand ich. Ja, es ging hin und her in der Anfangsphase. Southampton hatte dann mal so eine kleine Drangphase. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, geht das 1-0 in Ordnung. Jetzt gibt es einen Wechsel. Dusan Tadic kommt rein für Jay Rodriguez. Auf Southamptons Seite. Gut, wir müssen noch nicht wechseln. Unsere Leute sind noch fit. Haben ja gut gespielt und jetzt denke ich mal, sollten wir den Schuh hier in Ruhe runterspielen. Sagt sich immer leichter, als es dann hinterher ist. Also, weiterhin konzentriert dranbleiben. Tadic, gerade neu reingekommen. Yoshida, Clazy, St. Davis, S. Davis, Mahrez. Ich wollte eigentlich sofort auf Ehena Chao. Kriegt er den oder ist es abseits? Na, ist abseits. War ein bisschen zu kompliziert wieder gespielt. Aber okay, weiter geht's. Fonte mit dem Freistoß. Aber der sollte eigentlich bei unseren Innenverteidigern landen. Aber wir kriegen den Einwurf. Wir kriegen den Einwurf über Simpson, über Mahrez. Wieder über Simpson. Kanté, Drinkwater. Und in der Mitte geht's weiter über Gökhan Inla. Und außen. Ui, was ist das denn für ein Rennfahrerpass? Aber da habe ich auch wieder nicht fest gedrückt. Und der spielt einfach wieder... in der Weltgeschichte. Naja, egal. Cedric. Mann, nee, da müssen wir jetzt aufpassen. Den müssen wir gleich stören. Der darf gar nicht erst anfangen zu sprinten, sonst bekommst du den nicht mehr.
N'Golo Kante, Mahrez jetzt auf der Außen auf Iheanacho. Kriegt er den? Kann er sich durchsetzen? Oh, den kriegt er. Ah, fast. Schade. Hätte Iheanacho fast gekriegt. Cedric, das Mané. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Wanyama kommt rein für Davis. Wanyama ist auch ein sehr aggressiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, der ist ein Sechser. Der kann auch hinten den Laden dicht zusammenhalten. Aber eigentlich bräuchten sie ja noch einen Stürmer. Naja, ich bin ja nicht in Southamptons Haut. Oder in der Haut des Trainers von Southampton. Deswegen. Cedric, da müssen wir sie eigentlich stören. Beim Spielaufbau im Mittelfeld und Mané gar nicht erst zum Sprint kommen lassen. Clayzy und natürlich auch die anderen nicht. Mané, das habe ich gemeint. Wenn der erstmal weg ist, Mané und Schmeichel geht weiter. Und Schmeichel, oh, das ist wieder so typisch FIFA. Und Schmeichel lenkt ihn ins eigene Tor. Ja, als ob das natürlich auch jeder Torwart machen würde, weißt du? Mit Absicht den Ball ins eigene Tor fausten. Mann, da kannst du doch wegbleiben. Kaspar Schmeichel, Eigentor. Null Tore, Eigentor. Ich meine, wenn er wegbleibt, geht der Ball ins Seitenaus und es gibt den Einwurf. So, leider das Eigentor. Bitter, bitter, bitter. Und auch völlig unverdient. Wir waren die spielbestimmte Mannschaft, wir hatten Chancen, aber wir haben leider nur ein Tor draus gemacht und dann leider diese unglückliche Aktion. Das kann passieren, aber es passiert in FIFA leider zu häufig, um dass man jetzt sagen kann, oh, das kann ja mal passieren. Ist leider bei FIFA immer häufiger zu sehen. Naja, aber komm, wir stecken jetzt nicht auf, wir spielen weiter. Wir können auch noch ein 2-1 machen, dafür ist noch Zeit. Bertrand, Yoshida und Southampton ist nicht sicher hinten. Aber wir haben natürlich einen Gegner jetzt wieder stark gemacht durch so eine blöde Aktion. Muss man natürlich sagen. Wir gucken mal, ob wir wechseln können. Auf jeden Fall Amarte, der kommt von Kopenhagen, habe ich jetzt erfahren, durch einen Zuschauer. Der hat das mal in die Kommentare reingeschrieben. Vielen Dank dafür, schon vor 4 oder 5 Parts. So, wir bringen mal Nathan Dyer für Drinkwater rein. Nochmal ein bisschen Geschwindigkeit auf dem Außen. Und vielleicht nochmal Okazaki für Iheanacho. Ich meine, Iheanacho muss man langsam ranführen. Aber der entwickelt sich noch richtig stark. Tadic, Yoshida. Oh, Tadic hat er natürlich. Es kommt auch wieder so ein bisschen FIFA mit ins Spiel. Es hat doch vorhin so schön geklappt. Da hat EA nicht mitgespielt und FIFA. Jetzt fängt schon wieder an, FIFA-mäßig zu werden. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, Mahrez. Hat keinen, den er anspielen kann, also wirft er mal nach hinten. Simpson. Und wenn es halt gar nicht geht, wir müssen uns den Gegner jetzt so ein bisschen zurechtlegen, ja? Hin und her spielen, Lücken reißen, Lücken versuchen zu reißen. Den Gegner rauslocken. N'Golo Kante mit schnellem und sicheren Passspiel. Da war zum Beispiel gerade die Lücke mal ein bisschen offen. Kante, Inla, wieder N'Golo Kante. Das war jetzt schnell und gut gespielt. Okazaki, ja! Das goldene Händchen des Trainers. Mann, ist der Trainer gut, ey. 71. Minute, der hat einen guten Riecher. Und das ist das, was ich gemeint habe. Schnell gespielt. 4, 5 Stationen direkt gespielt. Schon ist die Abwehr überhebelt da. 1, 2, 3, 4. Einmal angenommen. 5 hinten rein. So einfach ist Fußball. So einfach kann Fußball manchmal sein. Und Okazaki schön überlegt. Schön überlegt. Ich weiß nicht, ob Iheanacho den gemacht hätte, weil er Linksfuß ist. Deswegen weiß ich nicht, wie stark er mit dem Rechten gewesen wäre. Aber egal. Wir genießen die Momentaufnahme. Wir führen 2-1 wieder. Verdient. Auch, möchte ich sagen. Ja, also das 1-1, das wäre ein Witz gewesen, wenn wir durch das Tor hier nur einen Punkt geholt hätten. Aber noch ist nicht Schluss. Wir müssen gleich das 3-1 nachlegen, damit hier wirklich Schicht im Schacht ist. Das ist kein Foul von Tadic an Vardy, das Wanyama. Aber drauf, auf Yoshida vor allem. Oh, ist der Kellenberg. Dem kann ja auch mal sowas passieren, oder nicht? Warum passiert das immer nur unseren Torhütern, habe ich das Gefühl. Yoshida. Ja, schade. Clayzy, außen auf Fonte. Ja, jetzt wird Southampton nochmal zu einer Schlussoffensive angreifen. Habe ich so das Gefühl. Aber wir erstmal mit dem Versuch zu kontern. Wieder Jamie Vardy vorne auf Mahrez. Ah, schade, dass er sich da nicht durchsetzen kann. Dann wäre er weg gewesen. So kommt Southampton mit Wanyama. Ja, versucht erstmal hinten rum zu spielen. Jetzt Shane Long, auch ein schneller Mann. Das ist ein Nationalspieler der Iren. Ja, Robert Huth. Was jetzt? Freistoß? Aber warum denn für die? Ich lieg doch am Boden. Ich lieg am Boden. Für mich musste pfeifen. Jetzt aufgepasst. Ach, da kommt Wanyama. Nein, da kommt Austin. 82. Minute, 2-2. Wer war für Austin zugeteilt? Warum kann Austin da frei zum Kopfball gelangen? Scheiße. Gut, war auch wieder zu verhindern. Klar, jedes Tor ist zu verhindern. Aber da gucken wir nochmal, wer da gepennt hat. Freischuss von Yoshida. Hat Yoshida den gedreht? Und dann, ja, ich glaube jetzt, weil
der irrt da so ein bisschen rum. Oder auch Hut, der springt unten drunter durch. Und Schmeichel kann da natürlich nichts machen. Also, 2-2, schneller Ausgleich. Aber 10 Minuten sind noch Zeit und 10 Minuten sind noch zu spielen, damit wir hier ein 3-2 rausspielen können. Ich stelle jetzt mal auf sehr offensiv. Und schauen wir mal, was noch hier alles passiert. Also, Fuchs, Nathan Dyer, Okazaki, Christian Fuchs. Die beiden Altbekannten aus der Bundesliga, schön gespielt. Okazaki, der ist nicht im Abseits. Doch, schade. Ein Tick zu spät gespielt von Fuchs. Gut, aber falls wir hier nicht gewinnen sollten, sollten wir schon drauf schauen, dass wir hier nicht verlieren. Also nicht, dass Southampton hier gerade ausgerechnet gegen uns ihren ersten Sieg dann erreicht. Jetzt kommen sie nochmal. Über Kleise, über Shane Long, über Mané. Das wäre zu typisch, wenn das jetzt fallen würde. Robert Huth, komm, Schmeichel, hast du den noch? Nein. Also, 89. Minute, nochmal ein Eckball. Aufgepasst auf Austin, auf Wanyama, auf Fonte, auf Yoshida. Die sind leider sehr kopfballstark. Achtung, da kommt Mahrez. Gibt den Eckball von der anderen Seite. Also, nochmal die Drangphase jetzt überstehen. Vielleicht nochmal einen entscheidenden Konter fahren. Ich laufe schon mal oben mit Okazaki weg. Oh, das haben sie schön ausgespielt. Schöne Variante, Mané. Oh, nee. Das kann jetzt nicht sein. Simpson, einfach weg. Einfach weg, aber leider nicht entscheidend. Da ist Yoshida. Gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Wenn wir jetzt nochmal den Ball erobern, vielleicht nochmal eine Konterchance über Mahrez. Außen über Fuchs, der ist am Arsch. Aber da können wir ja Okazaki schicken. Der ist noch frisch. Okazaki ist noch frisch. Komm, zeig nochmal was. Ah, Cedric, gibt den Einwurf? Ja, geht mir den Einwurf. Wir setzen uns vorne fest. Vielleicht nochmal eine Flanke vorne in den Strafraum rein. Okazaki. Da haben wir Fuchs, N'Golo Kante. Ah ne, da haben wir den. N'Golo Kante, ja, schön gemacht, aber Yoshida klärt und somit wird es, glaube ich, beim 2-2 bleiben. Obwohl, Southampton kommt nochmal mit Austin. Ne, Robert Huth. Ah, Leute, jetzt seid nochmal wachsam hier. Okay, 2-2. Schade, wir hatten den Sieg in der Hand, haben ihn leider leichtfertig aus der Hand gegeben. Ja, ein unnötiger Freischuss. Ich weiß auch nicht unbedingt, ob man den pfeifen muss gegen uns, aber okay, wir müssen es so nehmen, wie es ist. 2-2. Southampton bleibt auch im 9. Spiel ohne Sieg, wollte ich sagen. Ja, sieglos. Ja, sieglos hätte man auch sagen können. Also sieglos, ja, warten weiter auf den ersten Sieg. Wir sammeln Punkt für Klassenerhalt. Ja, oder fürs Tabellenmittelfeld. 2-2, unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. Für den neutralen Zuschauer und auch für euch, hoffe ich. 2-2, wie gesagt, ist okay. Man hätte auch gewinnen können, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass Southampton so schlecht dasteht in der Tabelle. Ich hätte die eigentlich auch ein bisschen stärker erwartet, aber gut, wir können uns mit dem Punktgewinn erstmal oben festsetzen. Habe ich so leicht aus dem Augenwinkel schon gesehen in der Tabelle. Gucken wir gleich nochmal drauf. So, die entwickeln sich hier und Schlupp. Da muss ich jetzt mal dran denken, bevor ich auf die Tabelle schaue, dass ich Schlupp für Fuchs reintue. Obwohl Schlupp 4 Stärken schlechter hat, ist er schneller, hat einen 88er Antritt, 87er Sprintgeschwindigkeit. Fuchs hat nur einen 66er Antritt und eine 68er Sprintgeschwindigkeit. Also, da finde ich Schlupp doch ein bisschen besser. So, jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Haben jetzt schon alle gespielt? Ja, wir bleiben auf dem 4. Platz mit 14 Punkten. Ja, punktgleich mit dem FC Everton, Stoke City und Chelsea. Ja, also wir sind auf Augenhöhe mit Chelsea London. Wer hätte das denn gedacht? Vorne zieht Manchester City einsam ihre Kreise. Seine Kreise hat jetzt schon 6 Punkte Vorsprung auf Man U. Ja, und unten, wie gesagt, immer noch Southampton auf dem letzten Platz. 0 Siege, 5 Punkte, aber das ist auch noch sehr eng zusammen. Swansea City auf dem 18. Platz, FC Bournemouth auf dem 19. Watford ist noch nah bei den Abstiegsplätzen. Liverpool auch mit den 10 Punkten nicht ganz aus dem Schneid raus, aber es sind erst 9 Spiele gespielt. Es sind erst 9 Spiele gespielt, nicht mal die Hälfte rum. Ist logisch, sonst hätten wir schon die Rückrunde. So, Nationaltrainer Ägypten, nee, ist mir zu heiß. Ist mir zu bergig, ist mir zu klein, ist mir zu weit weg. Das sind gute Gründe, ne? Um mal Nationaltrainerposten abzusagen. So, nächstes Spiel gegen Crystal Palace. Die sind 9. Ja, wir sind auf den 6. Platz doch gefallen. Haben doch noch ein paar Leute gespielt. Stoke City. Wer hätte denn auch erwartet, dass Stoke City da oben steht mit 17 Punkten? Okay, aber wir können uns, wie gesagt, oben wieder weiter festsetzen, wenn wir bei Crystal Palace gewinnen. Die sind 9. Also ein Verfolgerduell. Wird wieder spannend und hoffentlich auch sehr torreich mit einem guten Ausgang für uns. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.